Hallo, Servus, grüß euch. So, jetzt kommen wir wieder zum neuen Rezept. Und zwar gibt es bei mir heute Auszunge. Und dazu braucht ihr 250 Gramm Milch, 500 Gramm Mehl, eine Prise Salz, ein Würfel Hefe, zwei Eier, Zitronenschale, dann brauchen wir noch 60 Gramm Butter, 80 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, das habe ich jetzt schon damit drinnen, und eventuell noch etwas Rum. Und dann fangen wir gleich an. Als erstes geben wir die 250 Gramm Milch in den Mixbecher. Das wird jetzt eine Minute37 Grad. Stufe 1 erwärmt. So, nun ist die Milch warm. Jetzt kommen alle restlichen Zutaten dazu. Ein Löffel Hefe, Zucker, zwei Eier, Prise Salz, Butter und das Mehl. Wer jetzt noch will, kann noch etwas Rum dazugeben. Ich mache es nicht, weil es sein kann, dass Kinder mitessen. Also, jetzt wird das Ganze 5 Minuten der Knetstufe vermischt. Bis gleich. Halt, ich habe noch was vergessen. Die Zitronenschale. So, jetzt gibt es noch Zitronenschale. Jetzt nochmal 5 Minuten auf der Knetstufe. Bis gleich. So, der Teig ist nun fertig. Das sieht dann so aus. Ist noch ziemlich flüssig. Der Teig kommt nun. Ich habe die Schüssel ein bisschen eingeölt in eine andere Schüssel und muss da dann 30 Minuten an einem warmen Ort ruhen, wie jeder Hefeteig. Und wenn er fertig ist, zeige ich ihn euch. So, der Teig ist jetzt ums Doppelte aufgegangen, ihr seht es selbst. Und jetzt geht es gleich weiter, indem wir mit dem Löffel die Kugeln rausholen und formen. Und ich zeige euch gleich, wie das geht.
nimmst du einen Esslöffel, taucht es am besten ein bisschen Mehl ein, wo ja nicht wirklich viel dran hängen bleibt. Und dann stecht ihr einfach von dem Teig so kleine Nudeln ab. So. Gebt ihr dann auf ein Backpapier. So, das Ganze sieht dann so aus. Die müssen dann jetzt auch noch mal ruhen. Ja. In der Zwischenzeit habe ich in dem Topf auch zerlassig Fett. Also ihr könnt dafür Butterschmalz hernehmen. Ich nehme Pflanzenfett dafür her, das geht genauso. Besser schmeckt natürlich Butterschmalz. Und wenn sie dann schön aufgegangen sind und dann genug geruht haben, zeige ich euch, wie es weitergeht. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man die auszogenen zubereitet. Und zwar nehmt ihr einen dieser Knödel, setzt in der Mitte an und dann zieht ihr schön auseinander. Nicht zu fest, damit es in der Mitte nicht reißt, sodass es schön dünn wird. So. Und dann legt es ins heiße Fett. Und am besten aufpassen, dass in der Mitte kein Öl reinkommt, kein Fett, dass sich eine schöne Blase ergibt. Genau. Und so fahrt ihr dann fort. In der Mitte auseinanderziehen, schön nach außen hin, einfach ziehen, schön nach außen ziehen. So, so sieht es dann aus. Das macht ihr, bis ihr alle fertig habt. So, meine Lieben, jetzt bin ich fertig. So schauen sie dann aus. So. Beiden Seiten. Ihr könnt die jetzt mit Puderzucker bestreuen oder aber auch so lassen. Ich zeige euch jetzt dann auch noch mal einen von innen. Puderzucker. Anschneiden. So. Sind schön fertig, innen knusprig, also in der Mitte knusprig und innen schön fluffig. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. So. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Sie schmecken auch hervorragend. Probiert es auch noch. Super lecker und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Servus!